Das Seil der Gnade. 17. Juli 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire. Der Herr segne euch, YouTube-Familie. Dies war eine interessante Woche. Ich habe viele Dinge um das Haus herum getan und Dinge in Ordnung gebracht, da ich die Erlaubnis dazu hatte, inklusive den Hof. Und ich vermute, dass ich irgendwie ins Nisten kam. Alle, die einmal schwanger waren, können euch etwas über Nisten erzählen. Es kam zu dem Punkt, wo es anfing, mich abzulenken und mich von dem Herrn wegzuziehen. Ich muss es wirklich zum Abschluss bringen. Jesus hatte dies als erstes angesprochen, da ich ziemlich klagend zu ihm kam. Er sagte: Ich weiß, wie du dich fühlst. Dies sind Warnzeichen, dass du bald einen Stopp setzen musst. Mache, was du kannst in dieser Woche und dann fokussiere dich wieder mit deinem ganzen Herzen auf mich, mein kostbarer Engel. Du wirst dich wieder erholen und zu Kräften kommen. Erledige es jetzt. Und dann habe ich das angesprochen, was fast konstant in meinen Gedanken war während den letzten beiden Tagen. Herr, jeder fragt nach Jade Helm und ganz besonders ich. Oh, du weißt, wie unnachgiebig meine Neugier ist. Ich weiß, wie sehr ich dich liebe und dich von der Neugier wegführe. Hör zu, meine Liebe, du wirst wissen, was du wissen musst und wann du es wissen musst. Das hört sich wie eine kreisförmige Antwort an. Das ist richtig. Es führt direkt zurück zu mir. Dein Fokus muss laufend auf mir sein. Es gibt nicht nur falsche Informationen dort draußen, sondern auch Dämonen der Furcht und Intrige, die deine Aufmerksamkeit von mir wegstehlen und auf Furcht und nutzlose Beunruhigung hinlenken möchten. Ich möchte deinen Kopf in den Wolken, ist das klar? Nein, Herr, es ist bewölkt. Sehr lustig. Nein, ernsthaft. Ich will dich in meinem Geschäft und nicht im Geschäft der Welt. Wieder und immer wieder habe ich dir das gesagt. Ich weiß, dass es schmerzlich ist. Ich weiß, dass deine Neugier dich zur Weißglut treibt. Aber wenn du es ignorierst, wird es dich in Ruhe lassen. Bist du sicher, Herr? Ich denke, es wird jeden Tag stärker. Das ist, weil du es zulässt. Du fütterst es. Ich habe dir versprochen, dass du wissen wirst, was du wissen musst und wann du es wissen musst. Bis dann möchte ich, dass du weitermachst, als ob dich die Welt überhaupt nicht interessiert und du dich nur um mich und meine Aufgaben kümmerst. Kannst du das für mich tun, Geliebte? Bitte? Ich weiß, dass du mir die Gnade schenkst. Ich brauche sie. Mit deiner Gnade, Herr, kann ich es tun. Was Menschen wissen möchten, ist, wie sie sich selbst schützen sollen. Dies ist meine Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, ihre Augen auf mich zu konzentrieren. Und indem sie das tun, ehren sie mich mit ihrem ganzen Herzen. Ich werde sie erretten. Weil er mich liebt, sagt der Herr, werde ich ihn erretten und ihn beschützen, denn er anerkennt meinen Namen. Psalm 91. In der Zwischenzeit gibt es leidende Seelen, die ein leuchtendes Licht nötig haben in ihrer Dunkelheit, damit sie hochgehoben werden können zu mir. Vieles sind die Leiden der Verlorenen und mein Herz möchte ihnen Erlösung von ihren Feinden und von sich selbst bringen. Tief und dunkel ist die Grube, die sie für sich selbst gegraben haben. Wie der Spruch sagt, wenn du aus der Grube herauskommen willst, hör auf zu graben. Ich sage, hört auf zu sündigen und erfasst das Seil der Gnade. Ich lasse es jetzt herunter in euer Leben hinein. Kommt heraus aus dieser Grube, diese tiefe Dunkelheit, und lasst die Sonne um euch herum scheinen.
Ich habe ein neues Leben in mir, das ich euch schenke. Dieses Leben wird voller Gaben und Herausforderungen sein, aber es wird nicht fruchtlos sein wie euer früheres Leben. Nein, dieses Leben wird euch den Frieden bringen, den ihr niemals hattet. Ein Zielbewusstsein, eine Bestimmung, was zum Kern eures Seins spricht. Ja, ich habe auf euch gewartet. Ich habe gewartet und all diese Gaben bereitgehalten, bis zu jenem besonderen Tag, wo ihr euch selbst aufgebt und zu mir kommt. Ihr habt nichts zu befürchten. Alles, was ihr jemals wolltet, wartet auf euch in diesem neuen Leben. Ja, ihr werdet einer Vorbereitung unterzogen, aber nichts wird vergeblich sein, so wie es die Dinge waren in eurem früheren Leben. Selbst wenn ihr gelernt habt, was ihr nicht tun sollt, war da immer noch ein Gefühl von Sinnlosigkeit und Verlorenheit. Das wird nicht mehr sein. Ihr werdet mir gehören und mein eigener besonderer Besitz sein. Mein, um geliebt, gehalten und umsorgt zu werden, während ich euch in die wunderbare Kreatur forme, die ich für euch beabsichtigt hatte. Dinge, mit denen ihr gekämpft habt, werden wegfallen. Dinge, nach denen ihr euch gesehnt habt, werden euch umarmen. Habt keine Angst, euer Leben für mich niederzulegen. Ich bin eure Sicherheit und eure Zuflucht. Ich werde alles, was ihr jemals erlebt habt in eurem Leben, zum Guten wenden. Ihr werdet sehen, dass selbst wenn ihr gedacht habt, dass ich euch verlassen habe oder dass ich nicht existiere, ich doch immer noch bei euch war durch alles hindurch. Ihr werdet über all die Zeiten nachdenken, in denen ich euch zugerufen habe und ihr weggelaufen seid. Ja, da waren viele, viele, viele Zeiten, wo ich versuchte, eure Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ihr seid weggelaufen und ich wartete, im Wissen, dass ihr euch eines Tages selbst aufgeben würdet und mich umarmen und ich euch dann mit meiner Liebe überschütten kann. Also sind wir wieder hier und ihr fühlt, dass es unumgänglich ist, dass ihr mich endlich empfangt in eurem Leben. Und ja, es ist zwingend. Ihr werdet nicht in der Lage sein, durch die rauen Wasser zu navigieren, die vor euch sind, aber ich kann. Erlaubt mir, das Steuer zu übernehmen, während wir den Riffen und den Haien ausweichen. Lasst mich euch in den sicheren Hafen bringen, den ich für euch geplant habe. Eure Reise könnte lange dauern, aber ihr werdet am Ende sehen, dass sie es wert war. Ihr werdet feststellen, dass euer Leben heller geworden ist als die Mittagszeit, und ihr werdet euch fragen, warum ihr so lange gewartet habt, zu mir zu kommen. Die Wunder, die ich für euch zubereitet habe, hat das Auge noch nicht gesehen und das Ohr noch nicht gehört. Wir werden dies zusammen tun. Ihr werdet niemals wieder allein gehen. Ich werde euch lehren, wie ihr meine Hand ergreifen könnt in jeder Situation. Und wenn ihr die Hand nicht ausstrecken könnt nach mir, werde ich euch hochheben in meine Arme und euch tragen. Seht, ich habe dies von dem Tag an geplant, an dem ihr empfangen wurdet. Ich begann an genau jenem Tag, Vorbereitungen zu treffen für eure Heimkehr. Ich wusste, dass ihr euch verirrt und dass ihr gefangen genommen werdet von dem Feind. Also plante ich den Ausbruch, der euch aus seinen Händen erretten würde. Ich habe auch wunderschöne Gewänder der Gerechtigkeit gewebt für euch. Ihr werdet in Gnade und Schönheit gekleidet sein und aus eurem Innern werdet ihr leuchten wie die aufgehende Sonne. Oh ja, ich habe wunderbare Dinge auf Lager für euch. Wenn wir einmal auf diesem Pfad gehen, werdet ihr niemals wieder zurückkehren wollen in euer früheres Leben. Ihr werdet sehen, wie elend, jämmerlich und trostlos es war, und ihr werdet nichts mehr damit zu tun haben wollen. Außerdem werdet ihr so aufgehen in eurem neuen Leben, ihr werdet keine Zeit haben für die Vergangenheit. Ich werde euch reinwaschen, dass nichts aus eurem früheren Leben an euch haften bleibt.
Nein, jeden Tag werdet ihr in meine Gnade eintauchen, und all jene Dinge werden abfallen. Ja, selbst die Schuppen von euren Augen verschwinden. Ihr werdet die Welt mit gespannten Augen sehen. Überall, wo ihr hinschaut, wird euch die Frische des dämmernden Tages umgeben. Komm jetzt, nimm meine Hände, lass mich tief in deine Augen schauen. Da gibt es keine Schande mehr in dir, verstehst du? Ich habe alles weggenommen, das beschämend war, und habe es ans Kreuz genagelt. Durch mein Blut bist du nur noch wunderschön in deinem Innern, und jetzt werden wir zusammen vorwärts gehen und das Fundament auf dem unveränderlichen Fels meiner Liebe legen. Säulen der Gerechtigkeit, Weisheit, Reinheit, Anbetung und Lob werden ansteigen, um das Dach der Demut zu stützen, was euer inneres Leben für immer beschützen wird. Jeden Tag werden lebendige Wasser fließen aus dem Innern und hinausgehen in die Welt, um den Durst der anderen zu stillen, die immer noch gefangen sind in ihren Gruben. Ich werde euch die Wege der Liebe lehren und ihr werdet meine Liebesbotschafter sein in einer verletzten Welt. Jetzt, da wir euer neues Leben in mir errichtet haben, wünsche ich, dass ihr ruht. Ja, ruhen. Euer Leben ist jetzt in mir verborgen. Kein Streben mehr, Streben, um heiliger zu werden, Streben, um zu erreichen, Streben, um zu produzieren, Streben, um zu beeindrucken. Nein, das ist jetzt vorbei. Alles wird von mir getan, durch euch. Wartet auf mich, euch anzuregen. Ergreift den Wind meines Geistes. Fließt mit meiner Führung. Ich bin am Steuer, mein Geist versorgt die Segel und wir werden dieses neue Leben zusammen leben. Zusammen werden wir endlich an unserem endgültigen Ziel ankommen, an den Küsten des ewigen Lebens. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, dann danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften dem Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Mithilfe.